Ja, lieber Heike, lieber Gerd, schön, dass wir hier sein dürfen. Schön, dass wir hier in der Diakoniestation Dillenburg sein können. Ja, unsere Diakoniestation der Kirchengemeinde in Dillenburg. Und schön, dass ihr bereit seid, dass ihr uns einfach mal eure Arbeit vorstellt, dass ihr euch ein Stück weit mitnehmt in eure Tätigkeit, in das, was ihr tut, was eigentlich Diakoniestation ausmacht. Und das ist eigentlich schon so der erste Ball, den ich die Heike mal so rüberwerfe, ja. Diakoniestation Dillenburg, ja, ich kenne auch die Gemeindeschwester in Frohnhausen. Wie ist es dann eigentlich dazu gekommen zur Diakoniestation? Ja, erstmal schön, dass ihr da seid, herzlich willkommen, dass ihr euch für unsere Arbeit interessiert, für unsere Station, finden wir ganz toll. Und ja, es ist schon ja auch eine spannende Arbeit, die wir hier machen. Diakoniestationen oder beziehungsweise die Gemeindeschwestern waren früher in allen Ortschaften, die waren direkt von der Kirche angestellt und haben das gemacht, was wichtig war in den Gemeinden, bei den Patienten, wo sie gerufen wurden. Da gab es noch keine Pflegeversicherung, da gab es noch keine Bürokratie in dem Sinne, wie es die heute gibt. Und die sind einfach dahin gegangen, wo sie gerufen wurden. Und das hat sich aber irgendwann, wurde immer mehr daraus und wurde mehr gebraucht. Und es wurde ja auch die Pflegeversicherung irgendwann gegründet. Und 1994 haben dann die Kirchengemeinden den evangelisch-kirchlichen Zweckverband gegründet, die Diakoniestation Dillenburg. Mittlerweile sind wir fast 50 MitarbeiterInnen und sind in allen Ortschaften von Dillenburg, in allen Kirchengemeinden tätig. Und das sind auch unsere Träger, diese Kirchengemeinden, also Dillenburg und alle Ortschaften. Jede Ortschaft hat ja ihren Kirchenvorstand, aus dem werden immer zwei Mitglieder in den Zweckverband abgesandt. Und dieser Zweckverband ist dann praktisch das oberste Gremium der Station und daraus wird auch der Vorstand gewählt. Wir haben 5 Vorstandsmitglieder, Vorstandsvorsitzende und 4 Vorstandsmitglieder. Und das sind praktisch unsere Vorgesetzten, die entscheiden über die Geschicke der Station. Und in regelmäßigen Treffen sprechen wir über alles, was wichtig ist von der Station. Und die sind natürlich auch aus den Gemeinden und tragen das auch in die Gemeinden rein, was so die Probleme und Sorgen und Nöte und alles von dieser Station sind. Und so ist das, hat sich das eigentlich entwickelt. Jetzt seid ihr ja ambulanter Pflegedienst als Diakoniestation auch und ja, ich will das einfach auch nochmal zum Ausdruck bringen, wie wichtig uns das auch ist, die Arbeit, ja, als Träger der Diakoniestation einfach auch da zu sein für die Menschen, die das eben brauchen und in Anspruch nehmen. Aber wo siehst du denn jetzt ganz konkret den Unterschied zu einem privaten Pflegedienst? Ich meine, da gibt es ja auch ganz viele. Wo würdest du da sehen, warum ist es gut, dass es eine Diakoniestation als Ergänzung dazu gibt? Ich denke mal, ein ambulanter Pflegedienst privat ist sicherlich jeder auch mit Menschlichkeit dabei. Aber für uns ist es nochmal sehr wichtig, dass wir einfach Kirche sind, dass wir mit der Kirche zusammenarbeiten und dass wir sagen eigentlich immer, wir bringen die Kirche ins Haus zu unseren Patienten. Dass wir gehen nicht zu den Patienten mit der Bibel in der Hand, aber wann immer jemand und auch ein Patient das möchte, ist auch können wir ein Gebet mit ihm sprechen oder das Blättchen lesen, Kirchenblättchen oder was auch immer. Das ist immer Teil unserer Arbeit eigentlich auch. Dann ist wichtig, dass wir diakonische Zeiten haben. Das sind Zeiten, die wir zusätzlich zu unserer normalen Zeit haben, die wir nicht bei der Pflegeversicherung oder bei der Krankenkasse wieder refinanziert bekommen. Das sind Zeiten, die werden von der Kirche refinanziert und von Spendern. Also wir haben immer auch wieder, kriegen tolle Spenden von privaten Menschen, von Angehörigen, von Firmen, denen unsere Arbeit auch wichtig ist und die damit unsere diakonischen Zeiten finanzieren. Und wie gesagt, auch die Kirche gibt jährlich was dazu. Dann ist es Diakonie immer wichtig gewesen, unserer Diakoniestation und auch anderen Diakoniestationen, dass wir eine sehr hohe Fachlichkeit haben. Ja, gerade so in der Arbeit mit Menschen ist das sicherlich auch beim Ausbruch der Corona-Pandemie im März 20 sich auch wahrscheinlich alles verändert. Kannst du uns da einfach mal sagen, wie das Ereignis eure Arbeit da verändert hat, was das mit euch auch gemacht hat, mit den Patienten vielleicht auch gemacht hat?
Ja, das war schon ein sehr großer Einschnitt. Am Anfang haben wir das auch eher gedacht, es ist wie eine Grippewelle. Viele von unseren Patienten haben das auch so gedacht. Ich habe das selber auch so gedacht, dass es so eine Epidemie wurde, haben wir am Anfang überhaupt nicht wahrgenommen. Na klar waren uns die Einschränkungen am Anfang auch, haben wir gedacht, das dauert einen Monat oder zwei. Dass es über ein Jahr sich hinzieht, hätte keiner geahnt, ich auch nicht. Und für die Leute war es wirklich dann auch sehr, sehr schwierig, die Hygienemaßnahmen einzuhalten, dass sie eine Maske aufziehen, dass wir auch nicht mehr so wie vorher mit den längere Gespräche führen konnten, dass wir nicht mehr so einen Körperkontakt hatten. Wir mussten auch immer Handschuhe dann tragen beim Patientenkontakt. Und wir haben am Anfang auch aus Sicherheitsgründen gesagt, wer nicht unbedingt jetzt unsere Betreuung braucht, wer kann das über Angehörige abdecken, der soll das doch am Anfang mal bitte machen, damit wir Kapazitäten auch hatten, mussten Kapazitäten freischaufeln. Das hat natürlich alles Einschnitte gegeben. Ja, und du hast ja auch persönlich als Gerd Paul eine ganz besondere Beziehung nach Frohnhausen und auch zu vielen Frohnhäusern. Vielleicht kannst du da einfach mal so ein bisschen uns einen Einblick geben, ja, in die Jahre und in die Beziehung zu den einzelnen Personen. Ja, ich darf schon 23 Jahre in Frohnhausen arbeiten, bin dafür sehr, sehr dankbar. Ich habe so viele liebe Menschen kennenlernen dürfen, durfte sie begleiten, auch bis zuletzt. Und das hat mich immer wieder auch bewegt, wie die Leute so herzlich sind, wie man so viel Vertrauen entgegengebracht bekommt, wie man fast mal Familienmitglied wird. Und das ist dann unheimlich schön auch zu erleben. Jetzt bin ich da schon 23 Jahre, ich tue schon die zweite Generation versorgen. Also Kinder, mit denen ich die Eltern versorgt habe, die jetzt pflegebedürftig sind, die betreue ich jetzt auch und versorge sie. Und wie gesagt, Frohnhausen ist mir richtig ans Herz gewachsen. Ich habe oft schon gesagt, wenn es Frohnhausen wäre, wäre ich bestimmt woanders. Aber die Frohnhäuser, die habe ich einfach lieb. Schön, das hören wir natürlich gern. Ja, vielen Dank und macht es weiter so. Und ja, einfach auch da ein Dankeschön für die Zeit und für alles, was du und was ihr da auch getan habt. Ja. Aber nimm uns doch vielleicht einfach mal mit in so einen typischen Tagesablauf. Ja, wie du und Jan jetzt all die Jahre schon erlebt, dass man einfach mal ein Gefühl dafür bekommt, ja, wie läuft das denn ab? Ja, es fängt damit an, dass wir natürlich erst hier auf der Station einen schweren Schlüsselbund holen, mit fast 20 Schlüsseln. So viel Gewalt haben wir schon über die Häuser. Nein, so viel Vertrauen kriegen wir entgegengebracht, dass die Leute nicht noch zur Haustür gehen müssen, haben wir von den allermeisten Patienten einen Schlüssel. Und wir haben hier ganz tolle Fahrzeuge, sind wir sehr dankbar für. Mit Sitzheizung, unsere kleinen Apps, die bringen uns danach den einzelnen Patienten. Und dann fahren wir hier von der Station los nach Frohnhausen. Ich habe dann so die ersten 10, 12 Patienten, wo ich dann Insulininjektionen gebe, Kompressionsstrümpfe anziehe, Medikamente verabreiche. Aber es ist ja damit nicht getan, dass man nur eine Spritze macht, sondern die Leute haben ja auch manchmal Redebedarf, die haben ja auch ein Leben, Familie. Und oft sind wir die Einzigen, die an dem Tag zu ihnen kommen. Und dann haben die natürlich auch Redebedarf. Und das ist so schön, dass wir das können als Diakoniestation Dillenburg, als Pfleger von der Diakoniestation, dass ich mir dann auch die Zeit nehmen darf. Ich weiß, ich darf vielleicht nur 4 Minuten, gibt mir die Krankenkasse vor, um Kompressionsstrümpfe anzuziehen. Aber wenn ich 10 Minuten da bin, weil die Patientin einfach Redebedarf hat, dann macht das nichts aus. Dann weiß ich, da bekomme ich keinen Ärger, sondern das ist Zeit, die wir als Diakoniestation auch geben können. Und dafür sind wir alle sehr dankbar. Ja, danach tue ich dann einzelne Leute waschen, baden, duschen, ganz unterschiedlich. Tue mittags dann auch nochmal Leute, die mittags Tabletten brauchen und das vergessen, vielleicht das einzunehmen, die nochmal daran erinnern. Und meistens geht es um einen Tag von 6 bis 1, 1/2. Und wir gehen meistens auch immer wieder zu denselben Patienten, das ist uns wichtig, dass wir Beziehungen aufbauen können, dass wir die Leute begleiten können und das ist einfach auch schön zu sehen. Ja, jetzt habt ihr ja aktuell in der Situation auch mit vielen Schwierigkeiten und Problemen zu kämpfen. Ja, vielleicht kannst du uns da einfach mal in kurzen Sätzen in die aktuelle Situation mit reinnehmen.
dass wir einfach die Möglichkeit haben, da einfach mal ganz konkret für zu beten. Ja, für das, was euch im Moment umtreibt, als ein ganz wichtiger Teil ja, auch des kölschen gemeindlichen Lebens in Frohnhausen, aber auch in allen anderen kölschen Gemeinden, in Dillenburg und der Ortsgemeinden. Ja, was uns umtreibt, ist nach wie vor auch, dass wir sagen, wie geht es weiter mit Corona? Wir wissen um Mutationen, wir wissen darum, dass wir noch nicht raus sind aus der Epidemie. Das macht unseren Mitarbeitern und auch mir schon zu denken, gibt das mir. Und dass wir auch weiter unsere Hygienemaßnahmen durchführen müssen, das belastet auch unsere Chefetage, weil die kriegen fast jeden Tag neue Anweisungen. Das war am Anfang ganz schlimm, was für welche Maßnahmen wir treffen müssen, welche Masken wir tragen müssen, wie oft wir getestet werden. Und wir hoffen natürlich, dass das jetzt ein bisschen abflacht, aber das treibt uns nach wie vor um, die Situation mit Corona. Das andere ist, wir sehen auch, dass einfach die Finanzen kostendeckend zu arbeiten, das haben wir auch im Blick, auch als einzelne Mitarbeiter, dass uns schwerfällt, weil die, ich hatte das ja erklärt mit den Kompressionsstrümpfen, wenn ich Kompressionsstrümpfe anziehe, bekomme da 4 Minuten Zeit nur finanziert, wie wird es weitergehen? Wir wissen, dass die Kassen nicht voll sind und durch Corona wird es natürlich auch Einbrüche geben, kriegen wir die Arbeit finanziert. Und noch eine ganz große Sorge ist unser Nachwuchs. Wir sind ein überaltertes Team, also ein Großteil schon über 50. Und junge Leute zu gewinnen, Pflegefachkräfte zu gewinnen, ist schwierig, weil in den letzten Jahrzehnten zu wenig ausgebildet worden ist. Und weil, wie gesagt, auch die ambulante Pflege vielleicht gar nicht so bekannt ist. Wir haben nie wie private ambulante Pflegedienste niedrige Zahlen. Wir haben immer ein Gehalt bekommen, auch wie die Mitarbeiter im Krankenhaus oder in anderen Gesundheitswesen. Das war ein großes Plus auch. Und wie gesagt, wir haben gute Arbeitsbedingungen. Das sagen wir auch immer wieder. Ich bin auch Ausbilder hier. Die Schüler, die aus anderen Einrichtungen kommen, aus dem Krankenhaus, aus dem Altenheim. Mensch, ihr könnt noch vernünftig pflegen. Ihr habt ja noch Zeit. Und das macht uns Sorge, wie kriegen wir Nachwuchs, wie kriegen wir Mitarbeiter, neue Mitarbeiter. Die brauchen wir dringend, weil, wie gesagt, wir haben ganz viel Nachfragen, aber können die gar nicht alle bewältigen, die Arbeit. Ja, ich sag mal vielen Dank, Heike an dich, Gerd an dich. Das war schön, einfach mal einen Einblick zu gewinnen in eure Arbeit. Ja, ich wünsche euch und wir wünschen euch von ganzem Herzen Gottes Segen. Ja, also wir werden alles auch als Kirchengemeinde von Hausen und als Kirchenvorstand von Hausen tun, um da weiter gemeinsam für die Menschen da zu sein. Wir sind dankbar dafür, ja, dass ihr da seid, dass ihr quasi Kirche in die Häuser bringt, in die Häuser zu den Menschen, die es auch wirklich am nötigsten haben, ja, die den Bedarf haben. Macht weiter so und wie gesagt, wir beten für euch, wir bleiben gemeinsam da am Ball. Ich würde noch gerne einen Grußgott sagen, nicht nur an die Frohnhäuser, an alle Patienten, an alle Freunde von der Diakoniestation. Mir ist ein Vers nochmal neu wichtig geworden. Aus dem 2. Timotheusbrief steht es, dass Gott sagt, ich habe euch gegeben nicht einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und das brauchen wir als Pflegekräfte, das braucht jeder und das wünsche ich auch, dass wir nicht von der Angst getrieben werden, sondern von Gottes Kraft, von Gottes Liebe und dass wir mit seiner Weisheit erfüllt sind, die Aufgaben zu bewältigen, die er uns zutraut.